Guten Morgen, meine Lieben. Nachdem wir heute Morgen einige Anlaufschwierigkeiten hatten, da jemand gestern Abend ihren Ball mit in die Wohnung nahm und dann ja, nicht mehr mit runternahm, mussten wir noch umkehren. Aber jetzt bewegen wir uns. Es geht heute nach Gorschendorf, beziehungsweise auf einem Berg bei Gorschendorf. Und ja, ein bisschen Natur genießen. Ich habe keinen festen Plan, wo es hingehen soll. Also diese Tour wird sich spontan während der Fahrt entwickeln und ja, mal gucken, was kommt, ne? Also, genieß die Tour. Wo ich letztes Jahr das erste Mal hier hochgefahren bin mit dem Fahrrad. Den Tipp hatte ich damals von meiner Mutter bekommen und ihrem Mann mit dem Hinweis, ja, fahr mal da lang, da kommst du nicht hoch. Der ist so steil, der Berg. Aber ja, ist lang gezogen, über einen Kilometer. Ich glaube 70 Höhenmeter machen wir. Aber man kommt hoch. Und ich behaupte mal, grob fahrlässig, meine Mutter und ihr Mann wissen halt einfach nicht umzugehen mit den einzelnen Unterstützungsstufen vom Pedelec. Immer auf Eco fahren ist nicht immer die beste Wahl. Und das ist das Gute beim Trike, wie ich es fahre. Berg hoch, kleinsten Gang rein, man kippt nicht und dann kommt man schon hoch. Thank you.
Hier sind wir wieder auf so einem unscheinbaren Weg. Auch dieser Weg war mal früher eine wichtige Straße, Hauptstraße, wie man es nennen mag. Irgendwann wurden halt woanders Straßen gebaut, sogenannte Kunststraßen. Und mittlerweile ist das ja auch Wirtschaftsweg für Förster, Landwirtschaft.
Historisch gesehen würde hier die Straße geradeaus weiterlaufen nach Remplin. Meine Vermutung mal, der Weg wurde stillgelegt nach der Zeit, wo die Bahntrasse gebaut wurde von Altkin nach Teterow und verbunden mit einem anderen Weg von einem anderen Dorf nach Remplin, um, denke ich mal, ja, einen Bahnübergang weniger zu haben auf der Strecke. Damit lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster mit der Behauptung. Aber wenn ich mir das alles auf der Karte angucke, macht es durchaus Sinn. Kleine Pause, gerade in Remplin angekommen. Wasser trinken, erstmal eine Menge Wasser, einen kleinen Snack, Beine kurz vertreten. Es ist warm, sehr warm. Thank you.
diesen Milchbauern gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Also ich habe erfahren, dass der Bauer auch demnächst schließen wird. Milch ist zu billig, er verdient nichts mehr dran. Ist Wahnsinn. Ich verstehe es nicht, warum der Preis so gedrückt wird. Muss nicht sein aus meiner Sicht. Also wenn ich mal einen schönen Tag habe, was genießen will, was Besonderes, dann kaufe ich mir auch mal einen Fruchtsaft, der 3-4 Euro kostet. Keine Probleme. Es ist ja nicht so, als ob man täglich 4-5 Liter Milch brauchen würde als normale Person. Wieder eine kleine Pause. Wir sind in Gessin und in der Regel, immer wenn wir hier durchkommen, machen wir eine kleine Pause für Paula. Dann kann sie mal etwas baden, trinken, ausruhen, abkühlen. Paula, noch nicht so weit. Den Ball hast du mit nach hinten genommen, Paula. Der ist hinten drin. Paula, da ist der Ball. Genau. Thank you.
Das war's, meine Lieben. Wir sind wieder zurück im Altin. Und wir haben ungefähr 36 Kilometer auf der Uhr. Eine kleine schöne Tagesrunde war das durch die Mecklenburger Schweiz. Jetzt vielleicht nicht unbedingt was Spektakuläres, aber die Aussicht lohnt sich schon hier. Und Paula und die Katze, die kennen sich hier. Die achten sich. Also danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bleibt gesund und fit. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ne? Also, ciao.